Sie wissen, dass Österreich ein Land der Vielfalt ist. Und schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz und danke. Parallelgesellschaften, der politische Islam und Radikalisierungstendenzen, die haben in unserem Land keinen Platz. Dürfen wir Ihnen heute bekannt geben, dass es eine Entscheidung des Kultusamtes gibt, die dazu führen wird, dass in 7 Moscheen der Betrieb untersagt wird. Es bedeutet die Auflösung der Moschee der Grauen Wölfe und zum Zweiten die Auflösung der arabischen Kultusgemeinde, die insgesamt 6 Moscheen betreibt.